So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Mistralia. Wir werden jetzt erstmal mit einem Bildpost in der Runde Sets farmen. Ich meine, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Glück, wenn ich hier gerade aufnehme. Ich weiß es nicht. ich habe gerade irgendwie keine Buffs. Ich weiß nicht, warum ich aber auf dem Ringmaster keine Buffs. Also, ich sehe keine, oder? Nee, sind wirklich keine Buffs da, oder? Also, ich habe gerade schon gesucht, ob ich einfach irgendwas aus Versehen deaktiviert habe oder so, aber. Nee, eigentlich nicht. Nee, also. Keine Ahnung. Hatte ich noch nie in Flife irgendwie. Also, ich meine, es gibt halt so Bugs, irgendwie, dass halt die Texturen nicht laden oder was auch immer. Das kennt man ja, aber das. Also, das hier. Hatte ich noch nie. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die Buffs aktiv habe oder nicht. War schon mal her. Huh. Wait, habe ich? Der kriegt keinen Stonehand. Warte mal, ich glaube, meine Buffs sind echt nicht aktiv. Hä, hey, wait, what the fuck? Doch, er hat Stone. Hä? Lol, okay, also ich habe die Buffs, ich sehe die nur nicht. Das ist ganz eigenartig. Kann ich irgendwas? Nee. Komisch. Naja, okay. Ich weiß nicht, ob ich die Folge heute so lang machen werde oder machen kann wie sonst. Ja, mich hat es irgendwie erwischt. Ich glaub's zumindest. Ich weiß es nicht mal genau. Es ist kompliziert. Also, ich meine, ich hocke den ganzen Tag auf dem Klo. Gar nicht mal so geil, muss ich sagen. Und. Ja, was soll man dazu noch sagen? Natürlich, ich meine, irgendwie auch so ein bisschen der Hals fühlt sich komisch an und so, irgendwie generell Halsweh. Und ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin eigentlich ja jemand, wo ich schon mal erwähnt habe, so, ich bin eigentlich nie krank. Wirklich nie. Also Erkältung halt so, okay, klar. Aber alles Weitere halt echt nicht. Und ja, ich kenne das eigentlich gar nicht. Ich habe halt irgendwie jetzt eine Zeit lang Antibiotikum nehmen müssen und seitdem geht's bergab. Seitdem bin ich gefühlt 50 Jahre älter oder so. Nee, also zumindest Immunsystem, ja. 400 found. Wow. Ich droppe immer noch nichts. Also nichts für mich. Das ist so komisch irgendwie. Ich droppe kein einziges. Also ich habe letztens nachgeschaut. War das on-screen oder nicht on-screen? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf alle Fälle bin ich hier rein. Bin auf den Monster-Wiki, glaube ich, war das. Zum Beispiel bei Ganessa. Scheint Ganessa zum Beispiel hier. Das erste, was kommt, sind eben diese Nighter-Teile. Also ich weiß nicht warum, aber ich droppe hier nichts. Ich droppe keine Nighter-Teile. Ich habe jetzt schon. Alter, ich habe so viele Gigs gekillt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gigs ich gekillt habe. Es waren wirklich einige. Also ich würde mal behaupten, 40. Wenn es reicht. 50 eher, 60, 70. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ja, es kommt einfach nichts bei rum. Wirklich gar nichts. Verstehe ich nicht. Also ich meine, mit gar nichts meine ich, ich meine klar schon, ich droppe halt Sachen hier, aber halt nicht die, die ich brauche oder die ich halt will. Ich droppe Blaine Teil oder halt diese Mecharon Dinger, aber ich droppe halt nicht die Teile für Knight. Also ich weiß nicht warum. Nur noch mal kurz eine kleine Erinnerung. Ja, die Mistralia Week läuft natürlich noch weiter. Ihr beantwortet einfach, beziehungsweise ihr ratet einfach beim neuen Rätsel, welches in den Kommentaren steht. Was es ist, ganz am Anfang der Folge gab es eben auch schon den Code von gestern. Nee, also quasi für heute. Warte, was muss ich gerade überlegen? Das gestrige Video hat den Code für quasi gestern gehabt. Genau, dieses Video, das heutige Video, hat den Code für heute. Kompliziert. ich verliere auch schon so ein bisschen den Überblick. Aber naja. Warum ist mein HP blau? Ist das, habe ich irgendeinen Debuff? Ah ja, okay. So, steht mal kurz. Ha, nice try.
Gut, wieder nichts. Nichts für, also nichts für Neid. Ich weiß echt nicht, an was es liegt. Also, ja, vielleicht, also ich glaube, ich muss einfach nochmal Breeze anschreiben wegen dem. Ich meine, es ist halt so ein absolutes, so eine Noob-Frage, so ein Noob-Problem effektiv. Aber, ja, so sicher, also ich meine, wenn ich halt gar nichts drauf. Ich habe halt irgendwie einfach die Bedenken, dass es einfach irgendein Bug ist. Ich meine, ich kann die anderen Gigs killen in Shadow War, aber. Naja. Nee, also irgendwas ist ganz komisch. Also die Drops sind hier echt ganz, ganz weird. Ich meine, hier zum Beispiel das Shurian-Set ist ja auch ein 101-Set und kein AOE-Set. Also vielleicht ist es halt wirklich verbuggt. Vielleicht farm ich gerade echt umsonst. Andererseits, ich glaube, Priest schaut ja auch immer zu. Hört zu. Hi an der Stelle. Und ich denke mal, er hat bestimmt schon mal nachgeschaut. Oder es wäre irgendwie aufgefallen, wenn ich irgendwie 50 Mal den Dungeon farm, also hier Tower farm, und ich droppe nichts, und es soll nicht so sein, wäre es ihm auch aufgefallen. Aber hier kommt echt nichts. Ich schreibe ihm an. Genau, jetzt laufen wir erstmal weiter. Und dann schauen wir mal. So, und damit geht es dann direkt mal weiter. Ich bin so verwirrt, dass ich keine Buffs habe. Das stört mich gerade irgendwie total. Ich denke die ganze Zeit, ich habe keine Buffs mehr. Ich muss mich buffen. Oh, da wird aber so ein da. Doch nicht. So, das aktivieren wir noch. Das aktivieren wir. Das aktivieren wir. Ja, rein mit dem ganzen Shit hier. So, wo ist mein... Da ist mein Pet. Okay. Na gut. Haben wir alles? Ich glaube schon, oder? Ah ja, Heal wäre vielleicht noch eine Idee. Gehört hier sind wir auch ganz nützlich. So, okay. Aber hey, ich habe mehr Sicht aktuell. Das ist auch wieder positiv. Ich weiß gerade noch nicht, ob es ein guter Trade-off ist. Wait, der Ringmaster? Warum hat es Ringmaster-Buffs? Hä? Wait, what? Warte mal, irgendwas ist komisch. Hä? Ich bin total verwirrt. Also der Ringmaster hat Buffs, aber der hier nicht. Was hat der Ringmaster, was ich nicht habe? Er hat halt einfach nichts. Also ich meine, das Lustige ist, wenn ich mit dem anderen Charakter meinen Hauptcharakter anklicke, dann sehe ich die Buffs. Also, geht hier aktuell 15 Minuten angeblich, dann Buffs irgendwie 13 Minuten. Kann auch sein, dass es auch buggy ist. Ich glaube, in Life ist immer das so, dass die Länge der Buffs nicht stimmt. The fuck, was habe ich hier alles drin? Wenn ja quasi über 2 Stunden oder so gehen. Das könnte hier auch der Fall sein. Oh nein, es ist die Party auf Level. Same. Can you set the party to contribution, please? Hä? Irgendwas ist gerade ein bisschen eigenartig. Boah, lass den jetzt bitte nicht AFK sein. Mal schauen, vielleicht reagiert er gleich. Ein AOE machen wir noch. Ja, ist echt ein bisschen blöd gerade. Ich überlege gerade auch, ob ich den Target aussetze. Ich glaube, ich sollte auch einfach aussetzen. Na komm, antworte doch einfach. Ich überlege gerade, gibt es einen Fullshot? Brauche ich einen Fullshot, wenn ich hier schauten will? Okay, ich bekomme einfach gar keine XP effektiv. Also 0,2% oder so.
Ist halt ein Witz. Ist. Na, ist eine Scheiße. Warum ist das so jemand? Warum ist das so ein Mensch? Country Bush. Ich kann das nicht mehr schreiben. So, ich probiere es mal damit. Okay, Problem Nummer 1 gelöst. Dann schauen wir mal. Ich bin so verwirrt hier mit diesen Buffs, die regen mich gerade irgendwie auf. So gefühlt wurde ich jetzt. Wie lang? 15 Jahre konditioniert, du brauchst Buffs. Ah ja, hier. Okay, damit ist die Frage schon beantwortet. Ich brauche keinen Full Sound. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe schon so ein bisschen Bedenken gehabt, okay, wenn ich jetzt da nicht reinkomme oder wenn es gar keiner hört, muss ich erstmal zurück nach Flaris, mir einen Full Sound kaufen. Und ja, das ist ja ein bisschen unlucky. Okay. Ich bin mal gespannt, was ich aktuell in XP bekommen würde oder Wert. Party ist 110, aha. Wait, what? Wo zur Hölle ist meine XP? Die fängt. Ne, warte mal, wir haben Freitag aktuell, ist theoretisch Samstag. Wo sind meine XP? WTF? Das waren 10% für einen Mob, oder? Ja, genau. Wahrscheinlich 10% für einen Mob, genau. 10% für eine AOE, glaube ich. Och nee, jetzt ernsthaft? Er kam, um zu gehen. Really? Das Fly-Leben ist hart. Wie spät haben wir? 31. Ich meine, ich würde die Party auch nehmen im Notfall. Ach, ist das eine Kacke. Ich meine, gut, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Link. Ich meine, scheiß auf die Drops, scheiß auf die Penia. Schade auf den Schaden. Wenn jetzt 1v1, dann wäre es halt um einiges schlimmer. Aber, naja. Ich meine, ist es nicht toll? Ist überhaupt nicht toll? Aber es ist nicht total tragisch oder so. Also wirklich nicht. Ach ja, XP haben wir jetzt 32%. Das waren quasi wieder 15%. Okay. Ich kann schwören, wir hatten letztens mehr XP. Na gut, okay, wir sind noch 6 Level unter den Mobs. Könnte ein bisschen was ausmachen vielleicht. Ampli ist an, die komischen Buffs sind auch alle an, ja. Sonst habe ich nichts, sonst brauche ich aber eigentlich auch nichts. Okay, das waren schon ein bisschen mehr XP aktuell. Ja, das war besser. Ringmaster auch Level Up, das ist schon mal ganz gut. Ein Ringmaster von 120 Level wird auch wieder so ein richtiger Spaß werden. Da habe ich richtig Lust drauf. Aber schon. Ich meine, vielleicht habe ich heute auch einfach kein Zeitgefühl mehr oder so. Das kann sein, das ist möglich. Ich kann gerade nicht einschätzen, ob wir jetzt gerade schon lang oder kurz leveln. Also lang halt definitiv noch nicht, aber ich weiß gerade nicht, ob es 5 Minuten sind oder 15 Minuten. Ich kann es gerade echt nicht einschätzen. Keine Ahnung. By the way, erste Perrin.
schreibt ihn gleich mal an. Wobei ich dazu sagen muss, ich denke mal, wenn die ganzen Leute hier gleich rausfallen. Puff, damit ist glaube ich auch wieder Kacke. Naja. Vielleicht hat er das Gold. Ach nee, ist auch AFK oder wie? Ach, come on. Das läuft da halt immer super. Ich meine, manchmal haben wir solche Tage, da kann man nichts machen. Das ist es einfach so. Da braucht man sich auch nicht irgendwie aufregen oder so. Das, es gibt solche und solche Tage. Gestern lief es super, heute läuft es gar nicht. Ja. Der ganze Tag lief heute nicht. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich meine, so ist es eben. Pet 28%, zumindest das levelt. Genau, jetzt schauen wir einfach mal, wie lange ich noch drin bleibe in der Party. Und wenn wir rausfallen, dann ja, gehe ich halt einfach auf. Dann ist es eben so, dann war es einfach halt einfach mal nichts, oder halt einfach nichts Besonderes, nichts Gutes. Ich meine, wie gesagt, solche Tage gibt's. Und teilweise bringt es nichts, irgendwann großartig zu tryharden. Ja. Ich bin halt einfach ein bisschen zu spät dran. Das, ist ja meine Schuld. Warum kann ich nichts casten? Auf der falschen Taste bin, perfekt. Oh Gott, ey. Ja, ich meine, morgen wird wieder ein neuer Tag, morgen ist wieder ein besserer Tag. Dann ziehen wir morgen einfach ordentlich durch. Dann gehe ich auch morgen nochmal farmen. Schreibe vielleicht nochmal mit Breeze, ob das hier irgendwie. Oder ich farm vielleicht mal, oder soll ich schnell die Gigs durchfarmen? Kann ich auch mal probieren. Okay. Ich habe hier natürlich gerade keine Party Skills. Ich hatte auf meinem Charakter Party Skills. Ich kann einloggen. Moment. Oh Gott. Das ist eine lustige Folge. Das ist mal wirklich eine andere Folge. So war es eigentlich geplant, aber naja. 88%. So, muss den anderen Charakter einloggen. Dauert nur einen ganz klitzekleinen Moment. So, jetzt ist er schon. Party Invite. Na komm. So, dann einmal Party Lead an Lovelook geben. Ach, nee, ich gebe ihm trotzdem Skills. Achso, er hat schon, okay. Gut, dann haben wir hier mal irgendwo die Scrolls. Wo sind die? Ich habe da vorhin gerade Scrolls bekommen, oder bin ich blöd? The fuck? Hier sind die Scrolls. Dann noch kurz eine Red Scroll kaufen. So, 15 Müller geht eigentlich sogar, das ist eher günstig, würde ich mal sagen. Ich dachte gerade für einen Moment, die sind wieder online alle. Shield, was haben wir sonst noch? Learning Boost, Treasure Hunter, Party Power. Oh Gott. Hä? Wait, what? Ich hab automatisch. Warum habe ich automatisch einen Tag Skills? Warte mal, habe ich die gerade gar nicht vielleicht aktiviert? Und das war, weil die schon an waren? Oder noch an waren und es hatte nur keine Red Scrolls? War das deswegen? Könnte es vielleicht sein. Naja, okay, wir haben Scrolls.
Wir haben das Geld, wir haben das Gold, alles super. Jetzt müssen wir gleich nur noch irgendwie für die restlichen, also für die vier Leute aufkommen, die gleich liefern werden. Naja, ich meine, ich kann nicht sagen, dass es einfach ist oder einfach wird. Von dem her, was soll's. Okay, machen wir noch schnell 110. Ich überlege gerade, gehen wir heute schon nach Artesia? Nee, machen wir glaube ich nächste Folge, oder? So, 110, sehr gut. $42.000 HP, by the way. $42.000 ist krass. $42.000 ist wirklich krass. Ich wünschte gerade, ich hätte noch ein paar Boxen zum Öffnen, diese Treasure-Boxen. Das wäre jetzt echt noch toll. Naja. Ich weiß gar nicht, ob man die bekommt. Bekommt man die aus Dungeons oder von Gigs oder so? Ich glaube, von Gigs habe ich auch schon die Schlüssel bekommen. Oder ob man ja generell irgendwie von Mobs? Ach nee. Kann ich jetzt gerade gar nicht mehr genau sagen. Es könnte schon sein, dass man die von Dungeon-Bossen kriegt. Vielleicht auch von Mid-Bossen. Das Problem ist, dass bei jedem Server irgendwie anders. Ach nee, nicht lieben. Aber ich verstehe den Spieler auch nicht. Zuerst ist er halt so mega nett, macht mir den Partyplatz. Und dann geht er offline, ohne dass er halt mir die Party gibt. Also hat einfach so raus und alles wieder vergessen gefühlt. Ich meine, ich bin dankbar dafür, dass er einen Partyplatz mir gemacht hat und so, aber naja. Wäre jetzt das Spiel jetzt nicht da gewesen und eben AFK gewesen, dann hätte ich halt wirklich hätte ich nichts davon gehabt. Also gar nichts effektiv. Ich muss sagen, Geld-Drops und Moonstone-Drops sind eigentlich echt okay. Generell alle Drops sind echt ziemlich okay. Also als AOE-Spieler hier, als AOE-Klasse, hat man eigentlich echt gute Karten. Finde ich jetzt mal. Ich meine, gut, okay, andererseits, die Gigs, die droppen halt so viel Geld. Auf einen Schlag haben wir so 5 bis 15 Mille. Was schon krass ist irgendwie. Naja. Ich glaube, ein paar kleinere AOEs sind fast besser. Da kommen wir eigentlich eher an unser Ziel momentan. Zumindest tendenziell. Naja, Problem ist halt aktuell, ich kann die Party nicht mehr füllen, wahrscheinlich um die Zeit. Ja, ist ein bisschen schwierig momentan. Ja. Ja, wir machen einfach eine kürzere Folge und dann ist es eben so, dann kann ich nichts machen. Kann nichts dran ändern. Genau, morgen, wie gesagt, einfach ein bisschen früher hoffentlich. Ich weiß nicht genau, wie es mir dann gehen wird. Ich habe das Ganze schon eine ganze Weile irgendwie. Ich habe es nicht ernst genommen, weil ich mir so dachte, so, ja, keine Ahnung. Bisschen Durchfall, Bauch und so, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, also ist halt so. nur der Mittelweg hat schon echt einige Tage und ja, das ist irgendwie schon so ein bisschen, wo ich mir so denke, so, okay, so am Anfang dachte ich mir so, whatever, und blicke ich halt jetzt darauf zurück, auf die letzten, muss ich einfach sagen, fast eine Woche oder so. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also es hat komischerweise gar nicht mal so extrem gestartet. Es startet irgendwie sehr klein, sehr schwach halt. Und aktuell ist halt so, wenn ich halt was esse, ist sofort wieder. Ja.
Das ist halt aktuell, was mich so ein bisschen stört. Und ja, ich weiß es nicht, so halt mit dieser Heiserkeit, also nicht Heiserkeit, ja, ein bisschen Heiserkeit ist es halt. Und Halsweh und so. Ich weiß nicht, was es ist, also ist halt komisch. Ich bin eigentlich nie krank. Normalerweise. Deswegen, ich habe keine Erfahrung, was das ist, ob das normal ist oder kann ich halt eben, keine Ahnung. Hätte ich halt nie diese Antibiotika genommen, dann hätte ich halt nie jetzt, also hätte ich es wahrscheinlich nicht bekommen. Ich meine, ich war das letzte krank, da war ich ein Kind oder Kleinkind oder so, also. Es killt halt einfach nur absolut das Immunsystem, das ist halt wirklich ziemlich beschissen. You received one Mammut Buff? Wait. Jemand meinte zu mir, ich soll irgendwelche Buffs farmen, diese Perma-Buffs. Wo haben die Perma-Buffs? Okay, ich glaube Mistralia Systems, oder? Farm Counter, Guild Finder. Wo finde ich die Dinger? Ich bin bestimmt blind, oder? Ist das hier vielleicht drin? Server-Charakter vielleicht? Nein, Charakter ist auch nicht. PvE? Ne, ist ein Buffpad. Hä? Ich glaube, es ist einfach schon zu spät. Ich sehe es einfach nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Warte mal, das gibt es doch noch gar nicht, oder? The fuck? Bin ich blind? Farmcounter, Geld, von der Party, von der Party. Ich sehe es nicht. Recordbook vielleicht? Nee, ist auch nicht drin, logischerweise. Ich sehe es wirklich nicht. Na, egal. Okay. Macht nichts. Eine Aui machen wir noch. Dann gehe ich offline. So. Ja, ich gönne mir jetzt noch ein schönes Bad. Und dann schnell ab ins Bett. Na, ich muss mir eine Frage ausdenken. Ich fällt mir gerade auf. Eine Frage, schnell Video schneiden und dann ab ins Bett. Genau. Alter, meine Stimme, mein Hals. Oh, wie ich das hasse. Ich komme mir so vor, als hätte ich irgendwie schon 4 Stunden aufgenommen. Wobei es mir eher so nach einer Stunde schon losgeht. Aber nee, es ist wirklich... Es ist ganz komisch irgendwie so. Also ich kenne schon Heiserkeit und so, klar. Aber irgendwie so aus dem Nichts irgendwie ist halt... Ist mir neu. Okay. Naja. So, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.